Ja, Tim und Jakob haben nämlich unsere Arbeitsplatte angefangen zu sägen und dann ist die Arbeitsplatte gebrochen. Guten Morgen, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Vlog. Und hier ist Timmy Boy auch dabei. Hallo. 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 Ja, wir haben heute, was haben wir? Donnerstag, ne? Ja, wir sind am Montag hier eingezogen und ich habe euch bei Instagram schon gesagt, dass ich euch leider beim Umzug nicht mitgenommen habe. Ich habe angefangen zu filmen. Der Tag ist so ein bisschen anders geendet, als er eigentlich sollte, denn es war einfach alles katastrophal stressig an dem Tag. Und bei Instagram haben schon alle gesagt, dass es normal ist, dass man an dem Tag da nicht filmt. Und ja, gut. Vielen Dank erstmal für euer Verständnis natürlich. Wie gesagt, wir haben jetzt Donnerstag und werden uns jetzt erstmal zum Copyshop begeben. Denn wie der ein oder andere weiß, wir haben immer noch keinen Drucker. Den habe ich dir gegeben. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, zum Copyshop und werden das Schreiben für den Vermieter für die Schlüsselübergabe ausdrucken und danach zur Post fahren, noch ein Paket abholen. Genau, und dann werden wir uns wieder hier dran begeben und wie ihr eventuell sehen könnt, die Wohnung ist schon, ja, gut eingerichtet auf jeden Fall. Ich werde euch natürlich nicht alles im Detail genau zeigen, denn es gibt ja natürlich noch eine Roomtour und ich will euch ja nichts vorwegnehmen. Übrigens, der ganze Tisch ist voller Essen. Mit dem Abnehmen, das läuft im Moment auch nicht so grandios, was aber ja, denke ich mal, normal ist beim Abnehmen. Hä? Beim Umzug? Beim Abnehmen? Ja, gut. Wir müssen heute die Küche machen, denn wie ihr eventuell seht, da hat sich noch nicht allzu viel getan. Das Einzige, was in dieser Küche passiert ist, es hängt eine Lampe und die Mikrowelle steht. Aber gut, das war's dann auch. Ja, und ja, der Kühlschrank. Und hier muss, ja, auf jeden Fall noch was gemacht werden. Der Schrank ist schon fertig lackiert, den werden wir heute aufhängen. Und den Rest müssen wir nochmal lackieren. Und wir müssen noch die Arbeitsplatte aussägen, die oben auf dem Dachboden liegt. Das ist jetzt erstmal so the plan for today. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und haben uns jetzt was zu frühstücken gemacht. Ich habe mir einfach ganz normale Cornflakes gemacht, ohne alles. Also da ist auch kein Zucker drauf oder so, sondern diese ganz normalen mit ein bisschen Milch. Timmy Boy ist das Schnitzelbrötchen von gestern Abend. Schmeckt das? Hallo, na? Und ich habe gestern bei Hit den hier gefunden. Kokos Fettarm von Exquisa. Ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Den will ich auf jeden Fall Das mal ist schon gut. probieren. Und Timmy Boy hat sich da gestern auch noch was mitgenommen. Einmal von Landliebe, so ein Mein Morgen. Apfelbirne mit Cerealien. Cerealien? Ja. Mit H. Und einmal von Zott, so ein Sahnejoghurt mit Haselnuss Panna Cotta. Der ist schon geil. Keine Ahnung. Da gab es Ja. noch so viel. Und das werden wir jetzt erstmal essen. Und danach geht es für uns ins Badezimmer. Denn im Bad, das ist wirklich so der einzige Raum, wo noch nichts passiert ist. Wirklich gar nichts. Und da werden wir dann gleich erstmal sauber machen. Ja, die Schränke dann mal hinstellen und dann den Duschvorhang aufhängen und mal alles einräumen. Und ja, ne? Wie gesagt, wir haben jetzt gleich in einer halben Stunde haben wir hier Mittagsruhe. Heißt, wir dürfen nicht mehr saugen, nicht mehr Nein. bohren. Ja, okay, saugen auch nicht. Deswegen können wir dann auch keine Schränke oder so aufhängen oder die Küche weitermachen, weil dafür ja geschliffen werden muss und so. Danke. Und ja, deswegen müssen wir das dann halt um ab 15 Uhr dann machen. Dann gehen wir hoch auf den Dachboden. Denn wir haben gesagt, dass wir die Sachen dahin legen, weil wir da einfach mehr, ja, Platz haben und es da halt nicht so dreckig ist. Und deswegen werden wir das dann danach Noch nicht. machen. Wir werden hier einfach gleich noch aufräumen, also die letzten Sachen so wegräumen, Sachen an ihren Platz bringen und das Bad machen. Ne? Ja. Wir fangen jetzt an mit dem Badezimmer. Also wie man sieht, hier ist wirklich noch gar nichts passiert. Das Einzige, was wir jetzt geschafft haben, ist den Spiegel aufzuhängen. Und die Wand ist halt gestrichen. Aber sonst, hier liegen noch alle Sachen vom Streichen noch rum. Hier die ganzen Rollen und hier steht ein Katzenklo. Hier sind auch noch Sachen vom Malen. Hier ist wirklich alles dreckig. Also hier, ja, haben wir wirklich noch gar nichts gemacht. Hallo. Und das werden wir jetzt erstmal erledigen. Wir haben uns nämlich jetzt hier schon mal den Wischmopp rausgesucht. Hallo. Ah, nicht wehtun. Boah, dieser Koffer steht so hardcore im Weg. Da ist schon der Eimer. Ja, wir werden jetzt mal alles fertig machen. Und dann werden wir mal anfangen zu putzen. Wir werden jetzt erstmal das Bad putzen. Und dann werden wir die Schränke hinstellen, die da stehen. Den Duschvorhang aufhängen. Den kann ich mal gerade holen. Den haben wir hier gestern irgendwo hingelegt. Hä? Den habe ich hier gestern irgendwo hingelegt.
Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich ihn hier gestern noch. Dann werden wir den gleich endlich mal aufhängen. Aber ich denke mal, das Bad werden wir eigentlich schnell fertig kriegen, oder? Ist ja nicht so viel. Und was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Hallo, ich räume mehr Wassernasenspray auf. Macht aber sehr schön. Wir sind fertig und das Badezimmer ist jetzt eingeräumt. Ich werde euch natürlich noch nicht alles zeigen, denn die Roomtour wäre ja sonst ein bisschen unnötig. Ja, jetzt machen wir hier mal die Türe zu. Ich wollte jetzt mal kurz gucken, wie viel Uhr wir eigentlich haben, weil... Ja, we have 15 Uhr. Das heißt, dass wir jetzt endlich mit der Küche weitermachen können. Und da freue ich mich so drauf, denn ich will, dass die endlich fertig wird. Das Problem ist, wir waren gestern einkaufen und ohne Witz, wir haben so viel Scheiße gekauft. Also eigentlich will ich das ja gar nicht, ne? Das Problem ist, wir haben nur einen Kühlschrank und eine Mikrowelle. Klar, und einen Toaster, einen Sandwichmaker, einen Wasserkocher. Das haben wir alles. Aber das war's dann auch. Also wir haben keinen Herd, keinen Backofen, gar nichts. Ich mach mal das Licht an hier, das ist schöner. Ja, ich kann euch ja mal zeigen, was wir so gekauft haben. Also Tim hat sich zweimal Pfanner mitgenommen. Die waren nämlich im Angebot, die waren bei Hit übrigens. Dann haben wir uns jeweils zwei Packungen Milch mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein Sixpack Cola Zero geholt bei Lidl. Ja, dann haben wir zwei Gurken noch geholt und zwei Paprika. Denn ich möchte wenigstens ein bisschen Salat essen. Dann haben wir uns noch bei Lidl Salami geholt und bei Hit zweimal diesen Leitkäse. Dann brauchte ich neue Butter. Und wir haben von Exquisa diesen 0,2% Fett-Fittlein mitgenommen. Bin mal gespannt, ob der schmeckt. Ja, dann habe ich mir den hier noch geholt. Und Tim hat mir den hier eingepackt von Almigor. 30% weniger Zucker mit Pfirsich Maracuja. Und er hat sich noch so einen Zupfkuchen eingepackt. Dann haben wir noch einmal Light Salatdressing mitgenommen, einen Eisbergsalat und ich habe mir von Weight Watchers noch zwei Fertiggerichte geholt und zwar einmal dieses Thai Green Curry. Das sieht so geil aus mit Hähnchen und Basmati-Reis. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das schmecken wird. So sieht es aus. Ich habe nie in meinem Leben grünes Curry gegessen. Deswegen bin ich mal gespannt. Und als zweites habe ich mir noch mediterranes Hähnchenbrustfilet mit Tomatensoße und Pasta mitgenommen. Das kriege ich jetzt hier gerade leider nicht raus. Auf jeden Fall sieht es mega lecker aus. Ja, und die habe ich jetzt einfach mal noch mitgenommen. Dann haben wir noch Toast geholt und Äpfel. Genau, 4 Pink Lady Äpfel haben wir noch geholt. 2 Packungen Cornflakes, Kartoffeln hatten wir noch. Dann haben wir noch 2 Dosen Thunfisch mitgenommen, falls wir uns irgendwie so Sandwich-Toasts oder so machen wollen. Dann können wir da einfach Thunfisch reinhauen, weil Thunfisch hat ja keine Punkte, das ist ja das Gute. Dann haben wir uns einfach noch so 8 Würstchen geholt, falls man die irgendwie zwischendurch essen möchte oder so. Die haben wir mal für Sam mitgenommen. So Daily Fresh Dinger, extra für die Zähne. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, zum ungesündesten von diesem ganzen Einkauf. Und zwar haben wir uns 5-Minuten-Terrine mitgenommen. Ja gut, wie gesagt, einfach für den Hunger dann zwischendurch, weil wir halt, wie gesagt, nicht kochen können. Und die ganze Zeit nur bestellen, da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Und ist auf Dauer echt ekelhaft. Hallo. Und zwar habe ich mir hier einmal Spaghetti in cremiger Schinken-Sahnesoße mitgenommen. Und was ich mega cool fand, so Couscous-Curry. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Und Tim hat sich auch von Maggi so Hot-Chili-Nudeln mitgenommen. Und noch so ein Nudel-Cup-Dingensbums mit Huhn. Von der Original-Nudel-Cup-Marke. Ja. So, und hier steht jetzt... Oh, hör auf bitte. War die ist ekelhaft, ey. Ich will nicht wissen, wer damit gegessen hat, ey. Ja. Hier ist jetzt auf jeden Fall der erste... Hier, da, der erste Schrank, den wir jetzt schon lackiert haben, der auf jeden Fall gut aussieht. Und den werden wir jetzt aufhängen. Der kommt dahin, da vorne.
Dazwischen kommen noch zwei Regale und hier kommt dann noch der nächste Hängeschrank hin. Hier unten die Schränke sind auch, soweit es geht, schon fertig. Also wir müssen da aber nochmal gucken, ob wir da nochmal drüber gehen, denn da hängt Zeitung dran. Hier sind jetzt unsere Schubladen, da möchte ich aber auch nochmal drüber gehen, denn das ist mir noch nicht deppend genug. Und ja, hier sind noch so Bretter von der Küche. Den Backofenschrank müssen wir auch noch lackieren und über die Türen müssen wir sowieso nochmal drüber gehen, weil, ja gut... Wie man eventuell sieht, das ist alles nicht schön. Vor allem hängt da überall Zeitung dran und ja, das ist auf jeden Fall gleich unsere Aufgabe. Aber wir werden jetzt erstmal hoch zum Dachboden gehen und uns mal das Geschehen mit der Arbeitsplatte angucken. Ja, Tim und Jakob haben nämlich unsere Arbeitsplatte angefangen zu sägen. Also mit der Stichsäge haben die alles da ausgesägt und dann ist die Arbeitsplatte gebrochen. Ja, so, und deswegen gehe ich jetzt nochmal... Alles Jessys Schuld. Deswegen gehe ich jetzt mal mit Tim hoch, gucke mir das Malheur mal an. Malheur. Und dann werden wir mal versuchen, da alles, soweit es geht, irgendwie ja, zu sägen. Ich bin mal gespannt, ob das klappen würde. Ich gehe mal eher weniger davon aus. Und dann werden wir die Schränke machen. Au, brich mich. Boah, ich habe mir hier voll was geholt. Da. Aua. Tsch. Ich habe echt ja, du bist halt einfach hässlich. Tsch. Oh Mann. Und was, wir müssen uns zeigen, dass wir uns lieben? Ja. Nee, so sehr liebe ich dich auch nicht. I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Wie ihr eventuell gerade gesehen habt, haben wir unsere Arbeitsplatte gesägt und es hat funktioniert. Also wirklich ohne Probleme. Hier haben wir jetzt gerade den Herd noch ausgesägt. Das ist jetzt übrigens die Arbeitsplatte, für die wir uns entschieden haben. Ich weiß gar nicht, ob ich euch hier schon gezeigt habe. Auf jeden Fall haben wir die jetzt gerade gesägt. Tim hat jetzt gerade schon mal das Stück von der Spüle runtergebracht, weil, wie gesagt, das ist den beiden Herren ja auseinandergebrochen. Und wir werden jetzt versuchen, das irgendwie wieder vernünftig zu machen, dass es wieder hält und gut aussieht. Tim holt jetzt gerade den Staubsauger. Ich werde jetzt hier mal alles wegräumen, also diese ganzen Holzstücke und so. Werde das hier auch mal alles zusammenräumen. Und dann werden wir hier saugen und dann geht's runter. Dann holen wir nämlich die ganzen Türen und so und werden die hier oben lackieren. Wir sind übrigens hier oben auf dem Dachboden und haben hier oben auch noch so ein Fach, wo wir einfach so Sachen lagern können und keine Ahnung, also das hier ist jetzt unser Ding. Eigentlich gehört das hier uns, aber das ist das Einzige, weil jetzt der Schlüssel gepasst hat, aber wir sind am versuchen, dass wir unsere natürlich kriegen. Und da werden wir zum Beispiel unseren Koffer und so reinmachen, denn hier oben ist es halt nicht feucht und da können dann halt Klamotten und so ohne Probleme hängen. Hier werden wir dann gleich auch unsere Türen und so hinlegen. Wir werden da natürlich auch noch saugen, dass das alles sauber ist und da nichts irgendwie an die Türen dran kommt. Und dann werden wir die da hinlegen, werden die dann, ich gucke euch mal an, ist freundlicher, werden die dann einfach nur oben drauf lackieren. Und wenn wir die dann morgen hier wegholen, sind die ja dann trocken, dann hängen wir die unten auf und machen dann noch die Seiten von den Türen, weil so ist es einfacher, dass nichts irgendwie dreckig wird und wir irgendwie, dass irgendwas festklebt an irgendwie Zeitung oder so. So, aber wie gesagt, ich werde jetzt hier erstmal das Chaos beseitigen und dann geht's ans Lackieren. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Sie machen was? Weiß ich nicht. Nicht gar nichts, eigentlich du. Was machen wir da? Wir haben einen Backofenschrank, der ist blöd, viel zu klein und hat überhaupt keine Füße. Hatte der von Anfang an keine Füße? Den kriegst du so bei Ikea zu kaufen. Ja gut, auf jeden Fall haben wir uns für die alte Küche einen Backofenschrank irgendwo gebraucht bei eBay Kleinanzeigen oder so geholt, der halt wie gesagt keine Füße hatte. Da ist übrigens die kaputte Arbeitsplatte. Dann haben wir in der alten Küche also so eine Fußkonstruktion mit Füßen von einem alten Kleiderschrank gemacht. Ja, und jetzt haben wir gesagt, nein, wollen wir nicht mehr. Jetzt haben wir uns hier so Holzbretter geholt und schrauben die jetzt an den Schrank dran und noch so Füße. Jetzt hoffe ich, dass es hält und dass es vor allem groß genug also ist. Also halten schon, aber... Also dass es von der Höhe her passt, ja. Weil wenn das von der Höhe her nicht passt, sondern also wenn es zu niedrig ist, dann kann man da auf jeden Fall noch was machen, weil hier gibt es noch so Reinschraubdinger für, dass man den noch größer machen kann. Ja gut, wenn er jetzt zu hoch ist,
können wir die ganze Konstruktion wieder abbauen. Genau. Und keine Ahnung, was machen. Uns wahrscheinlich einfach so einen dicken Holzbalken kaufen. Ja. Stumbling out of bed and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I... Jung, jung, jung. Geht da hoch? Jung, jung. Das sieht zu hoch aus. Wenn ja, frage ich mich nur warum. Na okay, unsere Ausmesserei. Nein, deine. Nicht. Wieso geht das denn so lang? Achso. Ja! Alter, das ist genau. Ja! Geil, Alter, das ist exakt die gleiche. Jetzt war nicht so. Oh, geile Schisse. Alter, das sieht aus wie ein normaler Backofenschrank. Hä, hey, wieso steht der jetzt näher an der Wand? Wegen unten entlang. Hey. Verstehe ich nicht. Ah! Verstehe ich nicht. Hast du nicht bewegen, du? Du was? Ja, das war's ja noch uns. Okay, warte, geht's hoch? Ich zieh raus. Okay, das hat sich ultra falsch angehört. Och Mann. Ja! It's passing! Machst du denn? Eigentlich was zwischenschrauben, sodass wir das befestigen. Aber wirklich nur so breit wie hier so da. Also, dass wir da nicht reinschrauben. Aber dann würde ich dir vielleicht raten, in den Backofenschrank zu schrauben, weil der hat ja schon Löcher da. Mann, das mit der Arbeitsplatte ist so ein Scheiß, ey. Ich schwöre, wenn die nicht zerbrochen wäre, ja. Das wäre perfekt. Das wäre so einfach jetzt. Jetzt haben wir ein neues Problem wieder. Oh mein Gott, wir sind tatsächlich einigermaßen fertig geworden mit der Küche. So sieht es im Moment aus. Ja, also wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, wie ihr, glaube ich, eben gesehen habt. Glaube ich. Ja, also die Arbeitsplatte ist auf jeden Fall drin. Halleluja. Ich habe hier jetzt gerade unten noch den Schrank weiß angemalt, denn der war blau. Mega hässlich. Und ja, hier die Ränder sieht man nicht, da kommt eh der Backofen hin. Bin hier unten gerade nochmal lang gegangen, denn da war auch alles noch irr. Ja, das lassen wir jetzt stehen, denn wir müssen morgen ja noch die Ränder von den Türen machen. Hier unten bin ich gerade auch nochmal lang gegangen. Und wir haben auch die Winkel hier in der Arbeitsplatte befestigt. Die Schränke sind alle miteinander befestigt. Also wir haben gerade echt eine Menge noch hinbekommen. Und vor allem freue ich mich, dass endlich dieser Herd da drin ist. Ja, denn das war so unser größter Struggle, dass das nicht funktioniert. Morgen müssen wir auf jeden Fall zum Baumarkt. Denn wir müssen noch ein paar Sachen besorgen. Wir brauchen noch so eine Metallplatte oder so. Denn wir müssen ja irgendwie die Arbeitsplatten miteinander befestigen. Und dann müssen wir morgen noch ein bisschen daran rumschrauben, dass wir die Arbeitsplatten irgendwie zusammen da aufhängen können und die Spüle da reinpasst. Ja, ich glaube, das wird eher so zu einem Struggle werden als alles andere. Ja, die Miezen sind jetzt im Wohnzimmer, laufen da rum. Also die sind immer noch nicht so ganz begeistert von der Situation hier. Aber Sam hat sich eigentlich mittlerweile sehr gut eingelebt, was auf jeden Fall sehr gut ist. Hier, so sieht im Moment auf jeden Fall der Flur aus. Also reinste Katastrophe, würde ich mal behaupten. Das wird morgen auf jeden Fall beseitigt. Und an der Stelle wollte ich mich aber dann jetzt auch bei euch verabschieden. Wir werden nämlich jetzt nicht mehr viel machen. Ich werde mich jetzt umziehen, denn ich bin komplett voller Farbe und einfach nur Ich werde dann auch mal Hände waschen gehen, denn die sind auch nicht ohne. Übrigens habe ich mir da heute volle Kanne wehgetan. Ich weiß nicht, ob man sieht. Meine Hand hier ist komplett blau. Meine Ader ist komplett angeschwollen. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist da alles voll dick und blau und aua. Wie gesagt, ich wollte mich jetzt auf jeden Fall bei euch verabschieden. Ich denke mal, dass ich euch morgen vielleicht wieder mitnehmen werde. Wir müssen morgen, wie gesagt, zum Baumarkt. Wollen eventuell die Küche, soweit es geht, fertig machen. Einfach mal schauen. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr das alles, was ihr bis jetzt so hier von der Wohnung gesehen habt, dass euch das auch gefällt. Und wenn ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ja, würde ich mich trotzdem sehr über ein Däumchen nach oben von euch freuen, auch wenn es euch nicht gefällt, die Wohnung. Aber gut, es geht ja gerade ums Prinzip. Genau, lasst mir gerne euer Feedback unten in den Kommentaren da. Und dann würden wir einfach nur noch sagen, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao. Tschüss.